Jo, da bin ich wieder. So, wie ihr hier schon erkennen könnt, ist mir ja die Dichtung kaputt gegangen. Habe ich jetzt nochmal neu gekauft. Und auch hier, da wollte ich mal gucken, ob der Roller damit dann besser fährt, weil mit der Standard Nachbau-Variomatik damit fährt er nicht so gut. Da beschleunigt er erst ganz gut. Aber dann so ab 20 km/h, glaube ich, dann geht er mit der Drehzahl runter. Und dann danach beschleunigt er wieder ganz normal. Also hat Drehzahlschwankungen, ne? Und hiermit wollte ich dann mal gucken, ob das dann eine bessere Qualität hat. Ne? Wollte mal schauen. Ja, genau. Mal gucken. Dann habe ich hier noch die Muttern gekauft. Einmal hier für die Variomatik und hier für die Kupplung. Immer ganz neu. Und hier, da kann man auch mal rein, kann man auch mal reinschauen. Kleines Unboxing. So, habe ich mir auch noch mal neu geholt. Den Grund, weil ja, weil die Originalteile doch ausgelutscht, also zu ausgelutscht waren, ne, habe ich dann gesagt, ja, dann hole ich mir das, ne, genug Geld habe ich ja gespart. Von daher, ja, wenn das ein paar Kilometer hält, ne, ja, alles gut, ne. Genau, ja, und mit den Worten würde ich dann sagen, dann bis gleich am Roller. So, da bin ich wieder. Ja, ich glaube, der Roller, den finden selbst Katzen richtig cool, weil da kann man schon ein bisschen was erkennen. Katzenabdrücke. Ich kann euch mal hier das hier mal zeigen. Da, jetzt sieht man das. Das war definitiv, ja, eine Katze hat meine Roller bestiegen. Da auch. Sieht man auch ganz deutlich. Okay. Ja. Damit wollte ich sowieso noch eine Waschbox, weil hier auf den Spiegeln ist ein bisschen Staub zu sehen. Da. Und ja, ne. Aber das kommt alles nach und nach. Jetzt kommt erstmal der Antrieb dran. So. Ja, warum ich das Ganze mache, weil. Die Originalteile sind schon so ausgelutscht, außer der Keilriemen natürlich, dass ja, ich Ersatz gebraucht habe. Neuteile natürlich. ja, dann schrauben wir mal weiter. Ne?
So, ich denke, das müsste ausreichen. 270,1. Weil die Standard-Variomatik, die Original-Variomatik, wiegt 283 irgendwas. Ja, weil das ist die alte Variomatik. Die ist definitiv ein bisschen leichter. Und ja, man kann ja, also ich habe quasi das hier. Also das hier ist die Narako-Variomatik. Ja, da könnt ihr das sehen. Keine Laufspuren drauf. Aber dafür dann hier. Das ist die alte Variomatik. Da, die ein bisschen leichter ist. Und ja, warum habe ich das getauscht? Weil, kann ich euch mal zeigen. Moment. So, wir haben ja hier den Nachbau quasi von der Standard-Variomatik. Und die hat schon so ein bisschen Spiel. Hört man wahrscheinlich. Wenn ich hier dran wackel. Und die neue Variomatik. Da. Die nicht. Das gleitet auch besser rein und raus. Ne? Und jetzt kommt der Rest. Kommt der Rest dran. Ich wollte hier die Kupplung noch machen. Da bisschen Verschleiß ist da bei der Originalkupplung. Ja, deswegen kommt jetzt die andere. Verbaue ich jetzt die andere Kupplung. So. Hier der gute Daiko-Keilriemen, den verbaue ich auch weiter. Ja, da sieht man schon. Ja. Das hier ist wie gesagt die Originalkupplung. Erkennbar hier an dem Zeichen. Da haben wir es. Das Zeichen. Und ja, dauernd rosten diese Belege. Ne? Da, die rosten, sind aber noch gut, aber ja, neu ist immer besser. Da, vielleicht seht ihr hier einen Unterschied. Moment. Da sieht man schon, da ist neu. Also links ist neu und rechts ist alt. Guckt euch mal die Belege an, wie dick die sind. Jetzt kann man es erkennen. Da sieht man sofort. Jawohl. So, und neu. Neu kommt natürlich hier rein. So. So, dann jetzt einfach nur noch die neue Kupplungslocke drauf.
So, dann habe ich mir extra hier, kennt ihr ja auch noch aus dem Unboxing-Video, die Kupplungsmuttern gekauft. In der Größe. Da kann man es erkennen. Ja, M10 mal 1,25. Genau, und das hier für die Variomatic. Das ist diese Mutterngröße. Da, wenn ihr das nachkaufen wollt. M12 mal 1,25. Ja. Genau, dann schrauben wir das jetzt mal fest. So. Dass das Gewinde hier kaputt geht. Aber ich glaube nicht. So. Ja, jetzt einfach hier den Rest wieder montieren. Wenn das dann doch klackert, die Variomatic, baue ich einfach die alte wieder ein. Ne? Aber mal schauen. Kleckert das Standgas, aber ja, ich probiere die Variomatic erstmal aus, also diese, die ich mir da geholt habe, und ich habe ja noch dann zur Not diese hier, dann baue ich dann die wieder ein, ne, Standard, ja genau, mal gucken, ja, dann kommt jetzt der Deckel drauf und dann eine Testfahrt. So, dann haben wir hier, ja, für den Deckel extra mir noch gekauft, eine neue Dichtung, und ja, deswegen kommt das jetzt wieder da drauf. Alles klar, dann bis zum nächsten Video. Ciao.